Spuren von Crystal Meth und anderen Drogen sind im Wasser deutscher Flüsse nachweisbar. Könnte man also theoretisch Crystal aus dem Wasser filtern? Und wenn Flusswasser auch als Trinkwasser aufbereitet wird, gefährdet dann Crystal unser Trinkwasser? Willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier. Klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Auf geht's! Erfurt hat gerade Chemnitz vom Platz 1 der Crystal Meth Hauptstädte verdrängt. Forscher haben das Erfurter Abwasser untersucht und festgestellt, dass pro Tag 211,3 Milligramm der synthetisch hergestellten Droge ins Abwasser ausgeschieden werden. Die Angst vor den negativen Folgen des Crystal-Konsums in Deutschland ist groß. Und wer denkt, Crystal Meth sei eine Modeerscheinung und erst seit Breaking Bad richtig bekannt, der täuscht sich. Tatsächlich wurde die Droge schon 1893 entwickelt. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie unter dem Namen Pervitin an Soldaten verteilt, da sie ihr Angstgefühl unterdrückte, sie euphorischer machte und Ermüdung, Hunger und Durst unterdrückt werden konnten. Allein während des Frankreich-Feldzugs 1940 wurden 35 Millionen Tabletten an die Wehrmacht ausgegeben. Und so bekam die Pille den Spitznamen Panzerschokolade. Zu dem Thema gibt es ein richtig gut recherchiertes Buch von Norman Ohler, der totale Rausch nennt sich das, kann ich euch sehr empfehlen. Wie jede Droge hatte der Konsum von Pervitin natürlich auch krasse Nebenwirkungen. Sie machte die völlig erschöpften Soldaten schwerst abhängig und förderte Wahnvorstellungen und Depressionen und Herzprobleme. Und nach dem Krieg wurde die Droge nicht verboten. Das ist ziemlich absurd, aber das Medikament blieb im Handel und Studenten nutzten es, um nächtelang zu lernen und Sportler, um ihr Schmerzempfinden zu reduzieren. Erst in den 70er Jahren wurde das Mittel aus dem Sanitätsbestand der Bundesrepublik genommen. Und in der DDR passierte das Ganze sogar erst 1988. Seitdem ist die Droge aber in Deutschland ganz verboten. Aber Bestandteile der Droge sind immer noch in herkömmlichen Medikamenten zu finden. Habt ihr richtig gehört. Und zwar zum Beispiel in Hustensaft oder Schnupfmittel. Ich habe mal recherchiert, woraus die Droge besteht und wie man sie herstellt. Also, Crystal Meth entsteht zum Beispiel aus Verbindungen wie Ephedrin, ein Naturstoff. Das macht die Herstellung vergleichsweise günstig. Methamphetamin ist zudem strukturell sehr einfach aufgebaut, besitzt allerdings ein sogenanntes Stereozentrum. An einem Kohlenstoffatom können die Molekülteile in zwei chemisch identischen, aber spiegelbildlichen Anordnungen auftreten. Es gibt also zwei spiegelbildlich verschiedene Varianten der Substanz, von denen eine SN-Methamphetamin stärker wirkt als ihr Gegenstück RN-Methamphetamin. Drogenköche wollen natürlich insbesondere den stärker wirkenden Anteil gezielt herstellen, was jedoch deutlich anspruchsvoller für die chemische Herstellung ist. Eine Syntheseroute, die den stärker wirkenden Anteil herstellen kann, geschieht mit der Leukert-Wallach-Reaktion. Durch eine chemische Reaktion wird aus Hustenmittel Pseudoephedrin, der Hauptbestandteil der Droge, isoliert und dann mit Abflussreinigern oder Batteriesäure vermischt, um die Wirkung zu potenzieren. Dabei entstehen jedoch hochexplosive Substanzen und immer wieder fliegen provisorische Drogenlabore in Hotelzimmern, Wohnwagen oder Mietwohnungen in die Luft. Heute ist S-Methamphetamin nur noch als Medikament gegen ADHS und krankhaftes Übergewicht erhältlich. Das R-Methamphetamin dagegen kann man in Form von Nasensprays rezeptfrei bekommen. Es dient in geringen Konzentrationen zum Abschwellen der Nasenschleimhäute. Die Medikamente gelten allerdings wegen der Gefahr des Methamphetaminkonsums als riskant gemessen am Nutzen. Was ist denn eigentlich so schädlich an Crystal Meth? Was macht das mit dem menschlichen Körper? Und ich meine jetzt nicht diese krassen Bilder, die man immer sieht, was Drogen mit dir machen. Crystal Meth wird häufig in Form von groben Kristallen oder Pulver verkauft. Die Substanz wird von Süchtigen geschnupft, gezogen, geraucht oder gespritzt. Das Besondere an dieser Droge ist, dass die Dopaminausschüttung im Gehirn so stark ist wie bei keiner anderen. Dopamin ist ein biochemischer Botenstoff, der euch als Glückshormon wahrscheinlich bekannt ist. Süchtige vergleichen den Rausch daher mit einem Glücksstrudel. Manche Konsumenten bleiben tagelang wach, verspüren keinen Appetit und sind euphorisch. Alles scheint zu gelingen. Lässt die Wirkung nach, werden die Süchtigen aber antriebslos und lethargisch. Die Antwort, warum das so ist, liegt im Gehirn. Das menschliche Gehirn hat vermutlich 86 Milliarden Nervenzellen und jede davon hat im Schnitt zehntausende Verbindungen mit anderen Neuronen. Diese Verbindungen werden Synapsen genannt, durch die es dem Menschen möglich wird, zu lernen, sich zu bewegen und all die Dinge auszuführen, die man machen möchte. Die Synapsen trennt einen Spalt, den ein Botenstoff erst einmal überwinden muss. Aus den synaptischen Vesikeln, die normalerweise beim Nervenimpuls Neurotransmitter schubweise ausstoßen, sickern die Botenstoffe Noradrenalin und Dopamin unter Methamphetamineinwirkung die ganze Zeit ins Zellplasma und anschließend durch weitere Transporte
in die äußere Zellmembran, in den Raum zwischen den Zellen. Dort erhöhen sie die Neurotransmitterkonzentration im synaptischen Spalt, so dass die Nervenzellen lange stimuliert werden und sich Menschen lange euphorisiert fühlen. Langfristig verursacht der ständige Ausschuss der Botenstoffe jedoch Neurotransmittermangel in den Neuronen. Diese Speicher sind nach dem Rausch komplett entleert und füllen sich nur langsam wieder auf. Untersuchungen zeigen, dass dieser Dopaminmangel für die entstehende Sucht verantwortlich ist. Die entleerten Dopaminspeicher haben bei regelmäßigem Konsum zur Folge, dass bei Gefühlsreizen ohne Methamphetaminkonsum teilweise über Monate keine angenehmen Empfindungen oder Glücksgefühle verspürt werden können, da keine oder eine zu geringe Menge an Dopaminausschüttung vorliegt. Stellt euch das mal vor, monatelang kein Glücksempfinden. Daneben können auch Nervenzellen nachhaltig beschädigt werden. Es kann zu Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen kommen, die bis hin zu Angstzuständen und Psychosen führen. Und diese gefährliche Droge lässt sich nun also im Wasser unserer Flüsse nachweisen, aus denen wir teilweise mittels Uferfiltrat unser Trinkwasser gewinnen. Wie gefährlich kann das für uns werden? Um das herauszufinden, haben Forscher von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, EMCDDA, ziemlich cooler Name, ne? Das Uferfiltrat, das Abwasser und das Grundwasser untersucht. Und laut der Studie konnten beispielsweise in Dresden, wo die Droge echt viel konsumiert wird, in den Abwässern von 1000 Menschen im Klärwerk Kaditz täglich 136,7 Milligramm Crystal nachgewiesen werden. Das sind hochgerechnet bei ca. 540.000 Einwohnern immerhin 73.818 Milligramm. Und in der Trinkwasserverordnung gibt es gar kein Grenzwert für Crystal. Um jedoch Schäden für Menschen auszuschließen, wird für solche Stoffe im Allgemeinen ein gesundheitlicher Orientierungswert festgelegt. Der liegt bei 100 Nanogramm pro Liter. Und wie viel Nanogramm sind nun im Wasser? Nun, das Elbwasser wird ja nicht direkt konsumiert, sondern wird als Uferfiltrat in Brunnen eingefangen und weiterverarbeitet. Und hier kommt eine spannende Sache zum Tragen. Der Untergrund der Brunnen wirkt wie ein hervorragender Filter. Sand und Gestein reinigen das Uferfiltrat mechanisch. Und Mikroorganismen bauen organische Verbindungen wie Crystal und Medikamentenreste ab. Das Wasser wird dann noch von Speziallaboren untersucht auf Dinge wie zum Beispiel die Antibabypille. Und das Ergebnis? Schon vor der Reinigung liegt der Gehalt im Elbwasser von Crystal Meth zum Glück unter 100 Nanogramm. Laut den jüngsten Proben sind es nur 10 Nanogramm. Und in den Brunnen kann nach dieser natürlichen Reinigung gar kein Crystal mehr im Uferfiltrat nachgewiesen werden. Wenn der Konsum von Crystal und anderen gefährlichen Drogen nicht zunimmt, ist unser Trinkwasser also vorerst sicher. Aber Trinkwasser und die Qualität davon sind auch ein super spannendes Thema, finde ich. Klickt mal hier auf das Video von Quarks zu dem Thema und erfahrt, wie sichergestellt wird, dass Trinkwasser das sicherste Nahrungsmittel Deutschlands ist. Ist tatsächlich super interessant, weil ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber es ist total sinnlos, sich ständig Wasser in Flaschen zu kaufen. Ihr könnt einfach das Leitungswasser trinken, weil das ist viel besser für die Umwelt und im Zweifelsfall gesünder für euch. Das war's für heute von mir. Macht's gut, wir sehen uns wieder. Bis dahin, euer Jakob.